Willkommen zurück zu Risen 2. Ja, wir sind in der letzten Folge endlich hier im Piratennest angekommen. Haben auch schon mit ein paar Leuten gesprochen. Jetzt haben wir einen Hut, den wir tragen können. Ja. Wir haben einen Kopftuch. Ja. Raus hier! Vom Brennen verstehe ich nichts. Du sollst hier ver... Ja, geh nur! Ist doch in Ordnung. Entspann dich doch mal. Was ist denn mit den Leuten hier? Nicht richtig. Raus hier! Hier, ich gehe runter, ja? Ja, geh nur! Gott. Wie soll sich mal entspannen? Was willst du? Lass dich bloß nicht erwischen. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Du bist anscheinend neu hier, also bleib lieber unten. Warum? Weil Boos oben sein Zimmer hat und Alistair passt drauf auf. Erst letztens hat irgendwer versucht, das Zimmer von Boos zu plündern. Das war eine ganz schlechte Idee. Und was machst du hier? Ich bin Elia. Ich brenne Schnaps. Kennst du Rezepte? Klar. Natürlich nicht alle. Momentan versuche ich mich an Bloody Mary. Das ist harter Stoff. Welchen Effekt hat Bloody Mary? Wenn du am Boden bist, gibt's nichts Besseres. Das Zeug baut dich wieder auf. Lass es einfach wirken. Kann ich einen haben? Geh zu Boos. Kannst du mir das Bloody Mary-Rezept besorgen? Die wichtigste Zutat ist die Blutwurzel. Wenn du mir 10 davon bringst, kriegst du das Rezept. Na toll. Ich bring dir die Wurzeln und dann stehe ich mit leeren Händen da. Hey, nichts ist umsonst. Aber du musst nicht alles sammeln. Ich habe meine Quellen, ne? Woher kriegst du die Wurzeln? Ich habe da einen Deal mit Colby laufen. Einer von den Wasserträgern. Er besorgt mir Blutwurzeln und ich lass dafür rumspringen. Aber er hat sich schon länger nicht mehr sehen lassen. Du kannst ihn ja mal fragen. Vielleicht hat er ja noch welche für dich. Was machst du hier? Jedenfalls laufe ich nicht durch die Gegend und quatsche jeden an. Sondern? Ich brenne den rum. Und solange du nicht irgendwas dazu beitragen kannst, schwirr ab. Ich bringe neuen Zucker. Ah, Zucker. Noch ist das einfacher Zucker, aber schon bald wird er brennen. Und dann machen wir daraus flüssiges Gold. Und noch was. Du hast uns zwar den Zucker gebracht, aber das heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Du darfst hier oben sein. Aber geh nicht ins Zimmer von Boos. Erwische ich dich da drin, gibt's einen Satz heiße Ohren. Ist in Ordnung. Wie genau wird rumgebrannt? Das will jeder wissen. Und viele haben's probiert. Es war die Zeit der explodierenden Kessel. Seitdem sind wir vorsichtiger geworden. Nur wenn du wirklich bereit bist, kannst du unser Handwerk lernen. Woran merke ich, dass ich bereit bin? Wenn du dich von 1000 Goldstücken trennst, dann bist du wirklich bereit. Ne. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und es fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. So, so. So, öffnen hier. Ja. Auch mal mitnehmen. So. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. Psst, nicht so viel quatschen. Ja. Ich versuch mich mal nach Zimmer von Boos rein. Raus hier! Also, ich darf hier oben sein. Du sollst hier ver... Ja, geh nur! Hä? Na gut. Okay. Hey, was machst du hier?
Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Buß und hol dir einen Rum. Was kannst du mir über Buß erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Buß ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Mein Gott. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Buß sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Glück. Was soll denn daran Glück sein? Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du nochmal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll, wenn du verstehst, was ich meine. Halt mal im Hinterkopf. Wollen wir mal probieren? Yep. Nice. Ja. Bevor wir in die Taverne gehen, würde ich nochmal gerne hier, Pirat. Von der Stone reden. Ich habe fast 5000. Ich würde sagen, Klingen erhöhen wir mal um einen. Und dann bei Gerissenheit nochmal erhöhen. Und hier bei Härte. Ich denke mal, das ist ganz ordentlich. Na, so. Hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Wie ist die Lage? Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du, wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Was unternehmt ihr dagegen? Buß hat Stahlbart gesagt, er soll sich darum kümmern. Schließlich tauchen die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden's wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Welche Waffe empfiehlst du mir gegen Krabben? Feste Stiefel! Du musst sie umtreten, dann fallen sie auf den Rücken. Mit welcher Waffe du sie dann umbringst, spielt keine Rolle. Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen. Ich brauche niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden. Das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar.
Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago. Und der ist nicht auf Takarigua. Ich habe selbst mit ihm geredet. Na, das ist ja ein toller Beweis. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Und wie komme ich dann an sein Kopftuch? Sieht ganz so aus, als wenn das Ding wirklich Lago gehört. Er sitzt in Puerto Sacarico im Knast. Mal angenommen, ich glaube dir. Dann brauche ich einen Dietrich, um ihn da rauszuholen. Wenn du es wirklich ernst meinst, ist dir der Spaß bestimmt 500 Goldstücke. Ja, moin. Richtig? Lago sagt, du schuldest ihm Geld. Blitz und Donner! Der Langfinger sitzt wirklich im Knast. Sag ich doch. Hier, nimm den Dietrich und beeil dich. Sonst knüpfen sie ihn noch auf. Ah, ist aber niedrig. Na schön, zeig mir jemand schmiedet. Zeig mir deine Klingen. Ei! Was hat er denn so? Stich. Piratensäbel, Hiebwaffe. Meine Messer sind Hiebwaffe. Aber der macht schon gut Schaden. 1000 Gold. Will ich mich von 1000 Gold trennen? Theoretisch kriege ich aber 600. Ja, komm. Aber ich kann den noch. Ich kann den meine anderen Waffen dann verkaufen. Entermesser. Und Offizierschwert. Und die Machete. Perle. Silberpokal. Ich warne dich. Steck dich. Du bist nicht so blöd, wie du aussiehst. Hallo. So. Mach mal hier noch. Sieh an, ein neues Gesicht. Bist noch nicht lange hier, was? Ich habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Genau wie wir. Sobald der Captain den Befehl gibt, legen wir wieder ab. Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Ei. Stahlbart ist verflucht nochmal der beste Captain, den es gibt. Und wenn er 1000 Flüche auf sich lädt, ich segle mit ihm bis ans Ende der Welt, wenn's sein muss. Stahlbart ist verflucht? Seit wir damals diesen Tempel geplündert haben, kommen überall, wo wir an Land gehen, diese Viecher aus dem Meer. Deswegen stehe ich auch hier rum. Boos hat Ärger gemacht wegen der Viecher. Da hat der Captain zu mir gesagt, Blake, kümmere dich drum. Und das mache ich jetzt. Brauchst du Hilfe? Kannst du denn Feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann's dir beibringen, wenn du willst. Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Ja. Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt. Du hast bestimmt schon oft jemanden in den Hintern getreten. Aber das, was ich dir zeige, ist was anderes. Ich rede von einem echten Tritt. Das ist ein Angriff, genau wie mit deinem Säbel oder Gewehr. Wenn du einen Kerl vor dir hast, kannst du ihn von dir wegtreten. Das bringt dir Zeit und ist nützlich, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Gepanzerte Viecher sind noch was anderes. Die kannst du mit einem Tritt zu Boden werfen und dann abmurksen. Das klappt aber nur, wenn du sie im richtigen Moment triffst. Warte, bis sie sich aufrichten. Ich werde es versuchen. Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Boos hat Curtis gesagt, er soll mir zwei Typen an die Seite stellen, aber das sind Säufer. Aber zur Not werde ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus, das solltest du dir merken. Was kommt denn so alles aus dem Meer? Sandteufel und gepanzerte Krabben. Die Dinger sind echt zäh.
Aber es gibt einen Trick, wie man sie am besten abmurkst. Kämpfen wir gegen die Krabben. Dann zeig mal, was du kannst. Wenn du mehr Krabben erledigst als ich, dann hast du es wirklich drauf. Und da kommen sie auch schon. Los geht's! Komm. Ja. Hätte ich von allen Seiten angegriffen. Keine mehr übrig. Schätze, das war's fürs Erste. Es sind keine Krabben mehr übrig. Waren ja auch genug. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir gleich viele Krabben getötet. Was machen wir mit der Beute? Die kannst du behalten. Bei Flanagan kannst du das Zeug zu Gold machen. Ich lege auch noch was drauf. Dann reicht's für ein paar neue Stiefel. Nun. Dann mal gucken, bevor wir uns jetzt hier so sehr umschauen. Oh, ich bin da bestimmt noch die Gelegenheit zu kriegen. Wenn ich erstmal jetzt in die Kneipe gehen. Und mit den Leuten noch mal reden. Mir eine Kiste. Oh, das hat funktioniert. Macht, dass du wegkommst. Bin ja schon weg. Haben uns schön bedient. Na gut. Dann wollen wir mal. Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Pete ist tot. Wirklich? Er war so ein großer Mann. Okay. Alles klar. Das wäre alles. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Das glaub ich auch.
Aber keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Dann warten wir erstmal. Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buttel geht auf mich. Trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Und hier ist das versprochene Gold. Wie stehst du zu Stahlwart? Ha, der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen. Aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Zucker und Wasser? Genau. Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Okay, ja gut. Ich habe hier einen Brief für dich. Das letzte Mal, dass ich einen Brief gekriegt habe, hat mich meine Frau verlassen. Sehen wir mal, ob du bessere Nachrichten bringst. So, an die Herren Piraten. Was für ein Quatsch. Der Sack will eine Entschädigung für den Zucker, den wir geklaut haben. Ich glaube, ich spinne. Er will unseren Rum? Niemals. Er kann Gold haben. Und ich weiß auch schon, wer dafür bezahlt. Wir haben einen Mann bei der Inquisition. Pedro. Er sollte uns unauffällig jeden Monat ein paar Säcke Zucker besorgen. Jetzt ist die Sache aufgeflogen. Ich würde sagen, das ist sein Problem. Also wirst du dir das Gold, das uns die Fuego-Soldaten vom Hals hält, von Pedro holen. Kriegst du das hin? Pedro ist einer von euch? Nein, nein. Er ist der Schreiberling von dem aufgeblasenen Sack, der sich Gouverneur von Takarigua nennt. Der alte Jack kennt ihn irgendwoher. Er hat die Sache eingefädelt. Aber du hast mir noch nicht auf meine Frage geantwortet. Klar kriege ich das hin. Das wollte ich hören. Warte, ich schreibe dir schnell eine Antwort. Ich werde keinen Betrag in meinem Brief erwähnen. Sorg einfach dafür, dass die Fuego genug Gold bekommt, damit er die Füße stillhält. Woher du das Gold bekommst, weißt du ja. Hier, mach was draus. Okay. Und dann... Ahoi! Ich bin O'Brien, Smoothie auf der bärtigen Jungfrau. Der Name klingt total bescheuert. Eine ganze Nacht haben wir den Namen für das Schiff gesucht. Und da seid ihr nicht auf Eleanor oder Esmeralda gekommen? Tja, bei der Taufe war der Captain schon ziemlich betrunken. Ich will bei euch anheuern. Ah, wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also... Bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smoothie umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Bringt es was, wenn ich dich verprügel? Ja, moin. Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen. Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht?
Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Erklär mir nochmal die Sau. Ganz greif. Lass uns saufen. Gut. Wir können einfach so eine Runde saufen oder mit Einsatz. Saufen wir um deine Karte. Warum nicht? Aber nur unter 2 Bedingungen. Erstens, du bringst einen ordentlichen Schnaps. Wir saufen mit Schmerztöter. Zweitens, du bringst vorher auch einen Einsatz. Was stellst du dir vor? Tja, ich bin mir sicher, dir wird schon was einfallen. Saufen wir um Gold. Nimm Platz! Na, wir müssen auch fahren, ne? Los geht's. Ach, gut gemacht. Mann, hast du einen guten Zug drauf. Hier ist dein Gold. Wenn du noch eine Runde willst, du weißt ja, wo du mich findest. Als Einsatz für deine Karte gebe ich dir ein Äffchen. Dann besorg dir eins. Eine Flasche Rum. Willst du mich verarschen? 2 Flaschen Rum? Nein! Und ich nehme auch keine getragene Wäsche. Eine schwarze Perle. Hast du aber nicht. Sonst noch einen Vorschlag? Wie sieht's mit Gold aus? Ich hab so viel davon, dass ich es in eine Kiste gepackt und verbuddelt habe. Davon kannst du dir nichts kaufen. Was ist? Schlägst du etwa mein Gold aus? Wegen mir! Dann setz dein Gold! Aber nicht zu wenig. Ja, ich weiß nicht. Ich denk drüber nach. Okay. Dann mal weiter. Wer bist du denn? Hey, gehörst du zu Booze? Nein. Dann bist du einer von Stahlbarts Männern? Noch nicht. Hoi, bei dem Verfluchten willst du mitsegeln? Darauf müssen wir einen trinken. Spendierst du mir einen? Ist komisch. Was weißt du über den Fluch? Erst trinken wir mal einen. Klar, trink einen auf mein Wohl. So gefällt mir das. Sag mir, was du über den Fluch weißt. Man hört ja so allerlei von Wesen aus der Tiefe, die ihn verfolgen. Und seine Mannschaft, die steckt auch mit drin. Alle, die mit ihm segeln, sind schon so gut wie tot. An deiner Stelle würde ich auf das nächste Schiff warten und bei einem anderen Captain anheuern. Genug jetzt. Lass mich allein. Okay. Hey du, komm mal rüber. Besser, du gibst dem Schnorrer keinen Rum aus. Redest du von Mix? Ich trau dem Kerl nicht. Ist er keiner von deinen Jungs? Mix ist einer von Garcias Leuten. Es gab einen Streit zwischen den beiden. Garcia ist abgehauen und hat Mix hier sitzen lassen. Wer ist Garcia? Du kennst Garcia, den Gierigen, nicht? Er ist einer der Kapitäne. Einer, der sich mit Mara verbündet hat. Früher ist er mal mit Stahlbart gemeinsam gesegelt. Warum traust du Mix nicht? Die ganze Zeit sitzt er in der Ecke. Aber nachts verschwindet er für ein paar Stunden. Ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, was er macht. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Kerl. Ich kann rausfinden, was er macht. Aber unauffällig. Am besten du folgst ihm, wenn er das nächste Mal losgeht. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Okay. Ja. Ich habe gehört, dass es kein Wasser gibt. Ja, ja. Und eine zusätzliche Wache am Tor ist auch nicht verkehrt.
Ich hab den Vögeln gesagt, einer soll zu Fans ans Tor gehen. Keine Ahnung, was daran so schwer zu kapieren ist. Geh zu ihnen und schick einen zur Wache ans Tor. Wo sind die Wasserträger? Ja, das frage ich mich auch. Sie sollten eigentlich beim See sein. Geh Richtung Tor und halt dich rechts. Da sollten Colby, Docks und Foster arbeiten. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal hier nach Puerto Sacarico zurück und holen uns mal die ganzen Belohnungen ab. Aber vorher mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.